Hallo Leute und willkommen hier bei Lioka. Im letzten Tutorial zum IMS-System Version 4.0 habe ich euch schon gezeigt, wie man die IMS-Weichen ansteuert, wenn sie so befahren werden sollen. Heute zeige ich euch die zweite Variante, und zwar wenn die Weichen so in dieser Richtung befahren werden sollen. Maßgeblich dazu ist nur diese Weiche, deswegen baue ich das jetzt mal weg. Das heißt, wenn die Weiche nach dem Setzen schon richtig rum steht, das heißt, ihr wollt so durchfahren und die Weiche steht so durch, dann habt ihr hier ja auch schon euren Komparator gebaut. Und ich zeige euch nun, wie es weitergeht. Als erstes kommt ein Block nebenhin. Darauf kommt ein Verstärker. Die Materialien da unten werden wir fast alle noch brauchen. Davor kommt jedenfalls ein Block mit Redstone. Unter diesem linken Block, dem mit dem Komparator, gehen wir noch einen tiefer. Also einen diagonal tiefer mit Hilfsblock. Und unter den Hilfsblock kommt auch noch ein Block. Hier kommt einmal Redstone drauf und der Hilfsblock wird weggekloppt und dann kommt ein Verstärker drauf. Und zwar so ausgerichtet auf dem ersten Delay. Dann geht das Ganze in zwei Quarzblöcke und wird mit einer Fackel noch einmal invertiert, sodass der Trichter jetzt gesperrt ist. Nun kommen wir zum Einrichten des IMS-Systems. Dazu nehmen wir uns einen Amboss. Gehen da rein, nehmen uns Papier, ein Stack reicht, sicherheitshalber sollte man aber vielleicht doch zwei Stacks nehmen, dann nennt man das um, und zwar in IMS und dann die Zahl eures Slots. Bei mir ist es jetzt die Zahl 1, 2, 3, 4, 5 und da ich verkehrt rum baue, tue ich 5a rein, also ist das der Slot IMS 5a. Wenn ihr mehrere IMS-Systeme habt, könnt ihr das ja auch IMS 3 Slot oder IMS, dann die Nummer des IMS-Systems, bei mir ist das jetzt IMS 1 Slot 5A wählen. Nehmt ihr euch raus. Am besten macht man zwei Stacks, aber einer sollte reichen. Und dann wird das IMS-System nur noch eingerichtet. Ich tue jetzt erstmal bei mir hier die alten raus. Die alten Zettel. So. Und zwar geht ihr dazu in den obersten aller Trichter. Öffnet den. Dann legt ihr das einmal so rüber, bis alle Slots mit einem Papier gefüllt sind. Beziehungsweise mit der IMS-Karte. Und dann tut ihr den Rest in den linken Slot, also in den ersten. Das sollte dann durchlaufen bis zur Zahl 18. Und wenn die Zahl bei 18 stehen bleibt und sich dann die Weiche oben rechts wieder umstellt, habt ihr alles richtig gemacht und euer IMS-System ist ab sofort einsatzbereit. Ihr habt es gesehen, bei 18 hat die Weiche umgeschaltet, jetzt bewegt sich nichts mehr. Das heißt, das System läuft wunderbar und ein Minecart könnte jetzt eingelagert werden. Zur Sicherheit solltet ihr unten mal nachgucken. Hier sollte nach kurzer Zeit dann der Rest, also 41, ja doch, 41 sollten da sein und das passt. Gut. Dann ist das Ganze auch gefertigt. Der Teil habe ich schon mal in einem anderen Video gezeigt, und zwar im IMS-Verteilersystem Variante 1. Link dazu ist alles in der Videobeschreibung. Als nächstes geht es dann weiter mit dem System, dem IMS, ja, dem System, das bestimmt, ob es oben oder unten reingeht. Das Video, denke ich, wird morgen kommen. Ich hoffe, dass ich euch mit der zweiten Variante des IMS-Systems weiterhelfen konnte. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.